Ohio und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fantasy Live. Ja, im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und müssen jetzt zum Meister Magier Pokus gehen, der sich irgendwo befindet. Ach, auf der Karte steht es ja unten rechts, wo ich lang muss. Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Wollen wir mal da hingehen? Wir sind jetzt auf dem Hauptplatz noch, okay. Wir müssen hier lang. Okay, man kann... Sieht eigentlich voll nett aus. Ich finde das voll cool gespaltet hier. Oh, Nico. Komm mir nicht zu nah, oder ich tatze dir eine. Was? Ich dachte, Katzen wären lieb. Ich habe Angst vor Katzen jetzt. Mano. Gut, dann gehen wir halt weiter. Blöde Katze. Ich hoffe, das ist die Ausnahme. Sollte der nicht hier sein? Ach, da unten ist er. Ich dachte, da wäre eine Wand. Ich habe nur auf die Karte gerade geschaut. Aber hier oben, das ist... Ich gib mal zu, dieses Spiel ist echt mit Liebe gestaltet worden, ey. Das sieht... Ich mag das Ganze hier voll. Ich mag's. Ich find's toll. Find's voll super. Das ist ein Hund. Wuff, wuff. Hallo. Sehr gesprächig, der kleine Kerl. Kann man da drauf sitzen? Nein. Schade, das wäre jetzt noch so ein extra Detail gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man jetzt sich hier auch noch irgendwo hinsetzen könnte. Ich meine, ich kann mich so... Nicht? Ging doch. Wollte gerade sagen, geht doch wohl. Eine Stunde in Reveria verbracht. Oh ja, ich hatte gerade den 3DS angelassen und währenddessen, ich sag mal, ein kleines Päuschen gemacht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt... Oh, eine Katze. Platz frei. Interessierte können sich jetzt bewerben. Pokus Zauberschule. Okay, dann werden wir das tun. Die büffeln schon fleißig. Hast du das gesehen? Zauberbesenparkplatz. Andere Besen gehören in den Besen, in die Besenkammer. Okay. Wie nennt man eine Kaulquappe, die immer schläft? Faulquappe. Haha. Sehr eigener Humor hier. Ich nehme mal an... Wieso wusste ich das? Aber ich dachte, Katzen sind in diesem Spiel böse! Böse! Okay, dann wollen wir halt trotzdem mal. Miau! Willkommen, Fatztastisch! Willst du vielleicht Maria-Miau werden? Miau? Hast du tatsächlich noch nie eine Katze sprechen sehen? Also, Magier wirst du selbstverständlich in viel der sorgfältigsten, gehüllsten Geheimnisse eingeweiht. Als Magier, okay. Jene, die nicht an Miaugen und Wunder glauben, sind tatsächlich ungeeignet für dieses Leben. Nun, glaubst du einen fauchansprechenden Katzen? Überleg es dir sorgfältig. Vielleicht solltest du auch darüber nachdenken, ob Katzen an dich glauben. Miau, haha! Ich würde eigentlich sagen, ja, haha. Sag, ja, Freund, wenn Lunares gelb ist, wie viel Käse braucht man, um Mäusepasteten zu backen? Hä? What? Professorin, zieh ihn nicht auf. Wie entnatigend. Du bist also schade, ja? Die Gilde hat uns einen Besuch schon angekündigt. Ich bin auch eine Magierin. Ich heiße Melina. Das hier ist unsere Meisterin, Professorin Pokus. Professorin Pokus? Es sieht so aus, als hättest du einen neuen Schüler. Mir fällt auch schon das erste Miaufgabe ein. Krallen schärfen, los geht's, Miau! Professorin! Sie sieht zwar wie eine gewöhnliche Katze aus, aber sie ist in ganz Reveria als Magierin bekannt. Als Schüler von Professorin Pokus wirst du im Handumdrehen ein erstklassiger Magier werden. Miau, Schnurrhaare sagen mir, dass das eine Weile dauern könnte, in Katzenjahren ausgedrückt. Professorin, das ist nicht wirklich hilfreich. Aber er weiß doch nichts über Miau. Miaugi. Naja, nein, aber Magier, die einfach nicht zaubern können, sind keine Magier. Das sind tatsächlich Plagier. Miau. Professorin. Nur ein Fell kommen unschuldiger Witze, bevor wir uns auf die Lauer legen. Das war nur ein Scherz, aber vielleicht etwas zu entmiautigen. Hier, nimm das. Laienstab.
Yeah, der sieht so spektakulär aus. Melina, miauende Freundin, hilf dem Jungen auf die Tatzen, miau. Selbstverständlich, Professorin Fokus. Schade, reden wir draußen. Magie lernt man an der frischen Luft, musst du wissen. Ein magischer Anfang. Geistersuche. Gut, wir müssen jetzt nach draußen gehen. Melina ist eine miausterhafte Lehrerin. Miau. Sie kennt sich wirklich aus. Vielleicht bringt sie dir die Grundlagen bei. Ich glaube, irgendwann schreibe ich nur statt vielleicht in meiner Deutscharbeit dann nicht vielleicht, sondern vielleicht. Oh Gott, ich sehe das schon kommen. Gut. Schüler, hört mal her. Ich möchte euch mit Shani bekannt machen. Shani möchte ein Magier werden, so wie ihr. Er möchte ein Magier werden? Macht ihn das nicht so einen Plagier? Ja, sehr lustig. Den Witz kennen wir schon, fürchte ich. Plagier, Plagier, haha. Worüber lachst du denn? Du bist doch selbst ein Plagier. Na, wenn ich ein Plagier bin, was bist du dann? Was bist du denn dann? Du? Total verheddert. Was bist denn dann du? Gut, das reicht jetzt. Also, kennt jemand die grundlegenden Elemente der Magie? Kommt schon. Das haben wir gerade erst durchgenommen. Es gibt Feuer und Wasser und Wind. Dann ist da noch Erde und Licht und Dunkel. Genau, gut gemacht. In der Magie geht es darum, die Kräfte der Elemente zu nutzen. Aber Menschen haben nicht die Macht, die Elemente nach Belieben einzusetzen. Stattdessen verwenden wir die Kraft der Geister. Ja, wir borgen uns die ganzen Kräfte aus. Genau, wir bitten die Geister, uns ihre Kräfte zu leihen. Alles klar, Shadi? Hast du das bis hierhin verstanden? Alle Magier besorgen wir... Als Magier borgen wir die Kraft der Geister, um alle möglichen Zaubersprüche zu wirken. Der Stab, den du vom Professorin Pokus bekommen hast, besitzt selbst keinerlei Kräfte. Doch sobald du dich mit Geistern angefreundet hast, kannst du sie mit dem Stab rufen und zaubern. In Ordnung, Shadi. Lass uns zum östlichen Wald gehen und nach Geistern suchen. So ein Glück! Ihr zwei könnt den Ausflug in den Wald machen, wenn ihr... Was? Ihr zwei könnt den Ausflug in den Wald machen, wenn ihr ein bisschen älter seid. Ich will aber jetzt mitkommen! Wir müssen jetzt zum östlichen Wald. Das ist ein guter Ort, um Geister zu finden. Deshalb ist der ideal, um Magier auszubilden. Ich gehe schon vor, ja? Bedeutet, die müssen jetzt da bleiben. Haha. Okay, das ist dasselbe. Schade, ich dachte, die sagen ein bisschen mehr als nur das. Okay, ich will aber immer noch auf diese Schaukel. Nox, was hat Nox zu sagen? Du. Freunde dich nicht so sehr mit meiner Schwester an. Ich habe ein Auge auf dich. Soll das eine Warnung sein? Da setze ich mich doch gleich einfach mal hin. Aus Protest. Okay, egal. Also hier ist auch noch scheinbar... Okay, die ganzen anderen Leben sind auch hier vertreten scheinbar. Gut zu wissen. Aber wir müssen jetzt zum Wald. Oh mein Gott, ich sollte nicht alle Mana aufbrauchen. Ist, glaube ich, keine so gute Idee, oder? Ach, wo gehe ich eigentlich hin? Ich denke die ganze Zeit so, ich muss nach oben. Okay, dann gehe ich halt nach oben. Aber gut, ich muss hier hin. Gucken wir mal gerade ein bisschen rein. Ui, ein Fisch. Du hast Angeln noch nicht erlernt. Ich will aber... Na dann... Ich habe schon gewartet. Jetzt beginnt die erste Prüfung deines magischen Geschicks. Fangen wir mit den Grundlagen an. Magiefähigkeit erlernt. Yay, wir können Magie verwenden, irgendwie. Wir können mit dieser Fähigkeit die Geister erreichen. So, fangen wir damit an, die beiden Geister hier im Wald zu suchen. Meld dich wieder bei mir, wenn du beide Geister gefunden hast, ja? Okay, ich muss jetzt Geister suchen. Okay, das ist jetzt aber echt ein bisschen zu einfach, wenn da noch so ein Ausrufezeichen ist. Pitsch, patsch! Hast du mich gefunden? Ja? Ich bin ein Wassergeist. Pitsch, patsch, Sprudel. Hallo. Wassergeist ist einer Gruppe beigetreten. Yay. Gut, dann... Kann ich ihn anreden? Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann den nächsten, der wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Nein?
Da oben? Okay, da. Wahrscheinlich ein Holzgeist. Ein Erdgeist. Flatter, raschel! Hallo, kannst du mich sehen? Wirklich? Ich bin ein Erdgeist. Sprieß, sprieß, sei gegrüßt. Erdgeist ist deiner Gruppe beigetreten. Diese Musik. Die macht mich kirre. Ach, ich kann auch noch... Naja, nicht ganz. Ich dachte, ich könnte auch noch weiter rennen dann. Aber nope, ist nicht der Fall. Ein Erdgeist und ein weißer Geist. Du hast sie gefunden. Wie vielversprechend. Das ist ein guter Anfang. Nun versuche dich mit den Geistern zu verbinden. Nutze dazu die Technik, die du gerade erlernt hast. Erdmagie erlernt. Und Wassermagie erlernt. War ja klar, dass das kommen würde so. Ja, genau so. Jetzt können wir endlich zaubern. Lege den Stab an, den Professorin Pokus dir gegeben hat. Ja, komm. Bleib doch dann darin. Hast du den Stab angelegt? Du kannst ihn ausrüsten, indem du den... Ah, ja, ja, gut. Beutel oder Menü? Ich glaube, ausrüsten im Menü einfach nur, ne? Ausrüsten. Okay. Yay. Das kann mir nur noch sonst so schön... Okay, wir haben noch hier die Kleidung, aber... Das ist nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Ja. Obwohl die Schuhe... Nee, die Schuhe passen. Gut, so. Obwohl, warte, wir gucken uns nochmal ganz kurz die Fähigkeit an. Fähigkeiten. Sprinten. Oh, ach, das... Kann das sein, dass das auch auflädt... Also, dass das auch besser wird, wenn man, steigert deine Fähigkeit-Level um die... Verursachten EP... Ach so, okay. Nur schleichen. Ach, mit B schleiche ich. Alles klar. Das sieht irgendwie schon creepy aus. Egal, komm, das kann ich jetzt wie in Zelda machen. Da-da-dam, von hinten angeschlichen. Egal, na dann, hast du ihn angelegt? Jetzt können wir zum praktischen Teil des Ausflugs kommen. Wie man Magie benutzt. Sternschnuppen, Puppe. Zuerst üben wir Zaubersprüche mit der Kraft des Wassergeists. Richte deinen Stab auf den Gegner und greif ihn an. Und so rufst du einen Geist. Du kannst mit gezücktem Stab Magie wirken. Drücke A, um Angriffs- oder Heilzauber zu wirken. Mit zunehmendem Rang wirst du neue Zauber erlernen. Magiearten haben unterschiedliche Attribute. Nutze Magie gegen die deine Gegner anfällig ist, um mehr Schaden anzurichten. Gegner, die stark gegen eine Magieart sind, erleiden weniger Schaden. Mit einem Stab kannst du kein Schild nutzen, okay. Ziehe deinen Stab, wähle mit Steuerkreuz bzw. D-Pad verschiedene elementare Attribute, die du noch nicht erlernt hast. Was? Ich kann die auswählen, die ich noch nicht erlernt hast? Achso, sind nicht anwählbar, ja klar. Sollte ich auch zu Ende lesen. Na, bist du bereit? Nee, ich tu so. Okay. Kamehameha! 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 Was mache ich mit Y? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Kamehameha! Kamehameha! Ich habe keine Mana mehr! Ich muss gerade... Wie komme ich denn aus dem Angriffsmodus raus? Ich muss Mana aufladen. Blöd, dass ich keine Mana gerade habe. Kamehame! Nee, ich muss gerade Wasser. Bumm! Und weiter! Der regeneriert sich auch noch, das ist blöd. Verdammt! Regt er sich echt? Weil kam mir das gerade nur so vor. Bumm! Bleib, wo du bist. Ich warte jetzt einfach, bis ich immer wieder so ein bisschen da voll habe. Mann, ich hätte die Mana echt nicht aufbrauchen sollen. Das ist gerade blöd. Das dauert jetzt ewig. Kamehameha! Okay, einmal angreifen, gleich viermal. Nee. Komm schon. So, das sollte jetzt reichen. Die Mana laden sich jetzt auch nicht auf, ne? Wahnsinn, Shadi. Ich denke, du bist ein Naturtalent, was Magie angeht.
Wie wäre es jetzt mit einem Heilzauber? Diesmal nutzen wir die Kraft des Erdgeistes. Kicher, wie kindisch. Nox? Geisterrufen ist ja Kinderkram. Siehst du, kinderleicht, Ziel erreicht. Nox, wie oft muss ich es dir noch sagen? Du kannst die Geister nicht einfach so zum Spaß belästigen. Kleine Jungs, die sich für besonders clever halten, fallen oft auf die Nase. Vergiss das nicht. Ja klar, als ob mich das interessieren würde, hm? Oha, gleich drei. Ah! Nox, was hast du jetzt angestellt? Schade, wir müssen diese entflohenen Geister einfangen. Hilf mir hier, ja? Melina ist deiner Gruppe beigetreten. Yay. Gut, dann müssen wir jetzt die Geister, schätze ich mal, suchen. Aber das ist ja eigentlich nicht allzu schwer. Ja, gut. Da sind sie! Feuergeister sind anfällig für die Kraft des Wassers. Benutze den Zauberstab von vorhin. Wenn du verletzt wirst, rufe einfach den Erdgeist. So kannst du den Heilzauber benutzen. Sei vorsichtig, Shadi. Ich brauche Mana. Kann ich noch warten? Nein, sie greifen... Ah, das ist gut. Ich bin aber nicht wirklich jetzt verletzt, sage ich mal. Die haben mich noch nie angegriffen. So, der ist schon down. Der geht jetzt auch gleich... Aua. Der hat mich angegriffen. Der ist böse. So, der ist auch down. Jetzt noch der. Das ist jetzt easy. Hey, weich nicht aus. Das dürfte passen. Oh, 4 Erfahrungspunkte. Ich bin ja so stolz auf mich. Sie scheinen nun unter Kontrolle zu sein. Alles klar, Shadi. Feuermagie erlernt. Das war knapp. Aber wenigstens bist du jetzt mit einem Feuergeist verbunden. Pah. Das ist Nox, mein kleiner Bruder. Er ist auch Magie-Schüler. Oh Gott, jetzt sehe ich sein Gesicht. Das sieht richtig creepy aus. Das ist Shadi. Nox, benimm dich. Hä? Wie langweilig. Vielleicht rufe ich noch einen Geist, um die Sache etwas interessanter zu machen. Nox, du Frechdachs. Ich weiß, wie ich dich zur Vernunft bringe. Vielleicht sollte ich Collins erzählen, was du angestellt hast. Collins erzählen. Haha, versuch's mal. Du hast ja keine Ahnung, Schwesterherz. Weißt du, wie wir ihn alle nennen? Alte Schlafmütze. Schlafmütze? Was meinst du? Das wirst du schon sehen. Tschüss. So ein kleiner frecher Rotzlöffel. Es tut mir leid. Eigentlich ist er gar nicht so schlimm. Na dann, Shadi, gehen wir zurück zur Professorin Pokus. Ich bin sicher, sie wird sehr zufrieden sein, wenn sie sieht, wie schnell du alles gelernt hast. Ist jetzt nicht gerade schwer. Ist jetzt echt nicht schwer. Was ist das denn? Waldpilz. Wir haben einen Waldpilz gefunden. Was ist das denn? Raschel. Huch, du kannst Blattlinge sehen, obwohl du gar kein Holzfäller bist. Du hast vielleicht ein unentdecktes Talent für uns fürs Hausfällen. Du solltest es ausprobieren. Jetzt nicht. Ich bin gerade Magier geworden. Eichenscheid. Okay. Bisschen erkunden darf man ja, denke ich mal. Nehme ich auch noch gleich mit. Waldpilz, ich weiß nicht, kann man vielleicht verticken für Gulden. Haben wir ein paar mehr Gulden. Da ist nix, da ist nix. Alles klar, dann gehen wir zurück zu Pokus. Pokus, 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 Fidibus. Woo! Okay. Das war fauchterlich schnell. Wie gefällt dir der Stab? Shadi hat viel Potenzial. Es freut mich zu hören, dass es keine Katastrophen gab. Keine Sorge, Professorin. Melina, etwas Lustiges ist passiert. Oh, Nox, ich habe vollkommen vergessen, dass du da bist. Melina, Collins war hier, als ich zurückgekommen bin. Ich hatte Angst, dass er schimpft. Also, mein lieber Jungspund, ich habe gerade keine Lust, mit dir zu schimpfen. Wieso? Was ist passiert?
Nun ja, meine Dame, wenn ich ehrlich bin. Collins? Ach, ich bin so ein müde alter Narr. Collins wollte bei der Arbeit Miaus spannen. Siehst du, das habe ich doch vorher schon gesagt. Einer nennt ihn jetzt Schlafmütze. Nox, spiel draußen, sofort! Schrei doch nicht so, Schwätzerherz. Ich laufe zur Gebetshalle und lese ein bisschen. Siehst du, Collins, es gibt gar keinen Grund, mit mir zu schimpfen. Ich bin ein Engel. Ach, lauf schon, kleiner Bengel. Ich warte mit den Schimpfen bis später. Falls du so lange noch wach bleiben kannst, alter Mann. Was soll ich nur mit ihm machen? Sträub nicht dein Fell, Melina, mein kleines Kätzchen. Ich habe ihn heimlich mit einem Zauber belegt, der ihm für einen Tag seine miaugischen Kräfte raubt. Was? Wird er denn so klarkommen? Wenn Nox auffällt, dass er keine Miaugie mehr anwenden kann, lernt er vielleicht seine Lektion. Und Collins, der miaurige Kerl, kann nachts wegen eines fältigen Spuks kaum miau spannen. Er klopft an mein Fenster und das Heulen echt durch die ganzen Gebetshallen. Er hält mich die ganze Nacht wach. Wen wundert es, wenn ich während der Arbeit einschlaf? Ja. Da ist nachts ein Spuk vor der Gebetshalle? Miau, haha! Melina sträubt sich das Fell vor einem Fauchspuk. Mann, das ist voll kompliziert mit dem Lesen hier. Das bringt den Selbstfell ständig zum Nachdenken. Manche Menschen fauchten sich vor schwarzen Katzen, aber wir sind vollkommen harmlos. Vielleicht gilt dasselbe für deinen Spuk. Nein, die sind einfach nur angsteinflößend. Faucht er dich engstirnig? Nun, wir haben unsere Vorschnurteile. Wenn Melina sich tatsächlich streut, müssen wir uns auf Shadi verlassen. Spitz die Ohren und hör gut zu, Shadi. Miaugen ist mehr als nur Freundschaft mit Geistern schließen. Zu den Miaufgaben eines Magiers gehört es auch, mit so manchen Spuk Katz und Maus zu spielen. Melina, ich weiß, du bist eine Angstkatze, aber du gehst ihm doch zur Tatze, oder? In Ordnung, ich werde es versuchen. Collins, kein Grund zur Sorge. Mein Schüler wird sich schnurstracks um deine Gebetshalle kümmern. Wirklich? Danke. Wenn du nachmittags vorbeikommst, können wir warten, bis es dunkel wird. Du träumst bald wieder von flauschigen Wollknäueln. Mein Schüler faucht dir jeden Spuk in die Flucht. Alles klar, werde ich tun, aber im nächsten Part. Und deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, machen wir uns jetzt mit Hilfe der Karte, haben wir schon mal vorgelesen gehabt. Karte? Nach Hause reisen. Zurück in mein Zimmer. Ja. Ich möchte nämlich Asch speichern. Geht das? Speichern. Alles klar. Deswegen würde ich sagen an dieser Stelle, wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies ist Ananas, haut rein, bis dann und ciao.